Hallo Leute, willkommen zur weiteren Folge von Clash Royale. Heute im Video werden wir ein bisschen uns beide Accounts angucken. Ich habe hier einen Hauptaccount und einen Free-to-Play-Account, denn die Season geht aktuell zu Ende und auf meinen Hauptaccount würde ich ganz gerne jetzt noch alles abholen, was wir da abholen können. Danach würde ich aber ganz gerne auf meinen zweiten Account wechseln, denn da habe ich ein paar Sachen verändert. Ich spiele inzwischen wieder ein bisschen anderes Deck und da würde ich ganz gerne wieder ein bisschen pushen und einen neuen Rekord aufstellen. Aber ja, wir rennen jetzt wirklich einfach durch, weil ich meine, das sind Goldkisten, was soll da schon krasses drin sein? Und ja, ich bin hier halt jetzt inzwischen beim Hauptproblem, was so ziemlich alle Spieler haben. Und zwar die Kartenlevel sind im Grunde da, dass du Dinge verbessern könntest, aber du kannst nichts verbessern, weil dir fehlen die Münzen. Und deswegen, die Münzen, die wir daraus kriegen, sind wahrscheinlich wichtiger als die Karten, die wir daraus kriegen. Wobei die Karten natürlich auch jetzt nicht schlecht sind. Oh, legendäre. Ah, nur ein Joker. Na gut, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Das passt. Das Gute ist aber, wir kriegen jetzt noch eine legendäre, weil ich will den magischen Gegenwand umwandeln und dafür kriegen wir den Magieschützen. Okay, immerhin nehme ich. Was anderes drin sein können. So, jetzt haben wir hier noch ein Buch. Und das Buch hier ist relativ nice. Denn dank diesem Buch hier haben wir unseren Packer theoretisch auf Level 13. Was Starkes. Du müsst hier auf 100.000 sparen. Und ich glaube, ich würde lieber das Drachenbaby verbessern. Aber fairerweise auf diesem Account hier, ich spiele den aktuell fast gar nicht. Wenn ich spiele, spiele ich halt wirklich meinen anderen Account. Denn da hatten wir jetzt tatsächlich ein bisschen Glück. Denn auf diesem Account hier, wir haben zwei Legendäre gekriegt. Und zwar den Eismagier und den Friedhof. Und deswegen habe ich mal einfach den Eismagier und den Friedhof in das Deck reingepackt, statt den Schweinereiter und das Drachenbaby. Und das hat okay funktioniert. Ich hatte irgendwie erst 6 Siege nacheinander. Und jetzt inzwischen ist so ein bisschen wieder der Wurm drin. Aber vielleicht kriegen wir den Wurm ja noch raus. Wir haben hier noch 3 epische. Die machen wir mal auf den Prinzen. So. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht noch einen Prinzen jetzt aus irgendeiner Kiste. Und dann können wir den dann nochmal verbessern mit dem Buch da unten. Und dann hätten wir einen Prinz auf Level 11. Wir haben jetzt auch noch hier eine Truhe gekriegt. Ja, wir rennen hier ein bisschen durch, aber ich meine, ist halt mein Opening. Die Zeit ist vorbei, wo man sich der Zeit lässt. So, 4200 Münzen. Da werden wir irgendwas Insanes kriegen. Versprochen. 18 Joker. Yup. 6-mal Joker episch. Dankeschön, das ist Level Up für den Prinz. Und hier, epischer Joker. Ist auch gut. Ich konnte den Friedhof verbessern. Oder den Eismagier kann ich verbessern. Auch gut. So, jetzt haben wir die Wahl. Ich nehme Rambok. Im Grunde irrelevant, spiele ich beide hier nicht. Ich habe die Wahl, ich nehme den Spiegel, weil es neu ist. Ich habe die Wahl, ich nehme ihn, weil der, glaube ich, lower ist im Level. Spiele ich nicht, aber passt. Ich nehme die Valkyrie spiele ich, kann ich auch verbessern. Und jetzt sind wir vom Level wirklich auf Augenhöhe mit den Gegnern. Packer spiele ich schon so viel auf meinem Hauptaccount. Ich nehme mal lieber Blitz. Ich will hier nicht nochmal ein Packer-Deck machen. So, jetzt haben wir nochmal eine Hexe. Nehme ich Hexe oder Golem? Falls ich Golem-Spieler werden möchte hier auf dem Account. Auf diesem Account will ich ja verschiedene Decks ausprobieren. Will ich ja am liebsten in jedem Video ein anderes Deck zeigen. Jetzt haben wir noch eine legendäre Karte. Und wir bekommen... Elektromagier oder Eismagier. Ich nutze aber, glaube ich, die Tauschmarke. Ich nehme den Elektromagier. Einfach damit ich mehr Möglichkeiten habe, Decks zu erstellen. Damit ich mehr Möglichkeiten habe, Decks von euch zu spielen. Weil darum geht es mir hier eigentlich auf diesem Account. Legendäre Königstruhe heißt die, ne? War gut. War gut, kann ich nur jedem fühlen. Hat Spaß gemacht, so. Und wir haben hier kein Geld ausgegeben und haben jetzt schon eine Level 11 epische Karte. Das muss man sich mal überlegen. Ich habe meinen Hauptaccount den Prinz nicht mal auf Level 11. Und es kostet 20.000, aber wir haben es ja. Wir haben es ja. Wie viel Schaden macht der dann? Ah, das ist insane. Der wird so zerstören, ohne Witz. Dieser Prinz wird so hardcore zerstören. Wow, okay. So, es kostet 5.000, Eismagier Level 10. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ein paar Partien. Und mein Ziel ist es, 4200 Trophäen zu erreichen. Unsere schwächste Karte ist Level 8. Das ist gut. Das ist halt richtig gut. Ahmed, was machst du? Nichts machst du. Ah, okay. Ich dachte, ich spiele Mega-Ritter. Level 11 Karten. Na gut. Hat er halt auch Level 11 Karten. Wo ist der Mega? Ich hätte gedacht, ich spiele Mega-Ritter. Feuerball hätte ich spielen können, aber aus irgendeinem Grund mache ich es nicht. Oh, der ist nur eine. Oh, ich hätte es machen sollen. Das ist nur eine Valkyrie. Ups. Oh, die hat noch so viel Leben nach dem Feuerball. Oh, das ist super optimal. Okay. Ich glaube übrigens, er hat einen Mega-Ritter. Er hat bis jetzt ja gespielt Magier, Hexe, Valkyrie. Was hat er noch gespielt? Magier, Hexe, Kyre, Skelett. Der hat safe. 100% Mega-Ritter-Spieler. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Und den haut er raus, sobald... Oder so. Ich will den Ritter nicht spielen. Ja, da ist er. 100%. Ich wollte das jetzt nicht anders machen, weil ich will nicht, dass der Mega-Ritter meinen Prinzen anspringt, weil das wäre ziemlich RIP. Möchte ich nicht. Deswegen machen wir es mal so. Ja, der ist fast down. Perfekt. Wir machen es mal so. Schiebt die Valkyrie ein bisschen nach vorne. Friedhof schon. Friedhof.
Vielleicht ein bisschen übereifrig, aber Friedhofzeit. Ist das guter Schaden? Nee, aber es lenkt die Valkyrie ein bisschen ab. Und ist ein bisschen Schaden. Nehme ich. Nehme ich. Okay, wir machen das so. Okay, Hexe ist down. Der wird jetzt gleich noch einen Mega-Ritter spielen offensiv. Und zwar in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Gut, hast du auch. Das ist so ein Warum haben alle auf diesem Niveau dasselbe Deck? Die haben alle dieselben Karten. Das ist so langweilig. Wollt ihr nicht mal was anderes spielen? Die spielen alle gleich. ich mach's mal so. Der Pfeilhagel müsste das killen. Ist jetzt potenziell doof, weil er halt... Okay. Weil er halt das Fass hat. Aber ich ballt mir den Feuerball auf. Negativer Elixier-Trade, aber spare ich mir auf. So. Er haut's gar nicht raus. Oh, da haben wir jetzt einen Push. Da haben wir jetzt einen Push. So. So, und jetzt haben wir ein bisschen was, was tankt. Ihr spielt den Mega-Ritter, aber es ist irrelevant. Weil die... Ja, wir haben's. Win, win, win. Man muss halt gut immer auf den Timing achten mit dem Friedhof. Aber wenn du halt das Timing einmal hast, dann kannst du den Gegner so hart punishen. Ich mach's jetzt so. Wie gesagt, ich will nicht, dass der connected. Ja, komm, Bogis. Hallo, Bogis. Der hat connected. Ich hasse den Ballon. Ich hasse diese dreckige Ballonkarte. Und ihr könnt mir übrigens auch sehr gerne Tipps geben, ob ich den Friedhof vielleicht schon ein bisschen offensiver spielen kann. Oh, das mag ich nicht. Lass uns mal so, das sollte reichen. Das mag ich nicht. Feuerball noch? Ich mach mal Feuerball. Ich werde jetzt keine Einheit spielen, ich denke Feuerball macht da auch einen guten Job. So. Eismagier sollte das down kriegen. Ja, er macht da die Hexe, ist gut. Karten, wie wir sehen, auch wieder relativ ähnlich wie alle. Also, die spielen alle dasselbe Deck in den Grundzügen. Mega-Ritter, Hexe und Saves. Oh, was Neues, Neuland. Ah, doof, wie das droppt. Die Lee auch Level 10 Schweine. Ich spare mir weiterhin den Friedhof auf, weil ich glaube, der Friedhof muss so einen Überraschungsfaktor haben. Ja, ist gut, ist einfach solide. Die Defensive ist einfach solide so. Nur ein Feuerball. Er macht halt keinen Schaden, ich mache aber auch keinen Schaden. Aber es passt. Ist gut. Nehme ich in Kauf. Ja. Oh, er hat ihn so gespielt, dass der nicht connected. Ah, egal. Muss er trotzdem noch abwehren, ist in Ordnung. Überraschungsfaktor ist jetzt halt weg. Aber mein Level 11... Oh, Alter. Mein Level 11 Prinz hat den ja komplett gelasert. Let's go. Dumme Schweine. Ganz, ganz dumme Schweine. Ja, ging aber klar. Jetzt Friedhof. Wir haben ein bisschen Momentum. Der Mega-Ritter ist weg. Man muss halt immer darauf achten, sind die wichtigen Karten vom Gegner weg? Ja, okay, dann Angriff. Oh, die ist aber kacke, ich muss die Feuerballen. Die beschwört uns da 2 Milliarden Schweine. Sie hat jetzt 1, 2, 3, 4, zu viele. Sie hat zu viele beschworen. Machen wir es mal so. Ich möchte jetzt die connecten, so. Vom Schaden sind wir relativ gleich auf. Okay. Also ich muss darauf achten, dass der Mega-Ritter weg ist. Und ich muss darauf achten, dass die Mutterhexe weg ist. Dann kann ich reingehen. Vorher kann ich nicht reingehen. Aber er hat jetzt beides weg und ich kann jetzt reingehen mit den Skeletten. Das ist guter Schaden. Wir sind am Turm. Japp, okay. Man muss halt auf den richtigen Moment warten, um reinzugehen. Ich habe sehr lange gebraucht, den richtigen Moment zu sehen. Aber als die Mutterhexe weg war, check, war gut. Als der Mega-Ritter weg war, check, war gut. Okay, und der Prinz auf Level 11. Der hat so zerstört gerade eine Runde. Geisteskrank. Ah ne, hier bei Clash Royale sagt man geisterkrank, ne? Das war geisterkrank. Oh, warum mache ich das? Kann mir das einer erklären, was der Pfeilhagel soll? Kann mir einer erklären, was der Prinz soll? Der hat doch Mega-Ritter. Hey, der spielt hier nicht. Ich weiß nicht, ob Pfeile nötig sind, um ihn zu killen. Es sieht aber nötig aus. Der wäre sonst vielleicht zu weit gekommen. Wobei, jetzt, wo der denn geboostet ist... Ah, ist gefährlich. Ist gefährlich, den Boost, den er macht. Ja gut, ist ein Packer. Ist ein Mini-Packer. Wir starten jetzt unseren Push ganz hinten. Ich spiele jetzt einen Mini-Packer und einen Holzfäller. Weil er es immer macht. Oder einen richtigen Packer. Willst du mal einen richtigen Packer zeigen? So und so. Er macht's nicht, aus irgendeinem Grund. Der macht immer dieselbe Kombination mit Holzfäller und Dings. So, wir machen das mal weg. Wir haben halt alles aufgeräumt. Ich denke, das könnte der Sieg schon sein. So. Nope. Ja. Turm mit uns. Der Ballon? Den einfach blind... Gut, Ballon und Holzfäller ist eine Kombination. Das könnte einen Sieg geben. Aber nicht so, wie er es gespielt hat. Mega-Packer Türkei. Ja. Und dadurch sind wir jetzt in die nächste Arena aufgestiegen. Und sind jetzt in welcher? Im Rabaukenversteck. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch eine Partie.
Vielleicht gibt er jetzt sogar auf. Hätte ich gar nicht spielen müssen. Machen wir so. Oh, trifft nicht beides. Doch, danke. Machen wir so, machen wir noch einen Friedhof, ist der Win. Wir spielen jetzt einen Funky. Ganz hinten ist aber zu okay, gut, wäre zu spät gewesen. Ja, nice. Ich will noch eins. Das war zu leicht, der Sieg. Ich bin viel höher vom Level als der Gegner. Mein Gegner ist auch jetzt nicht unbedingt krass gespielt, so das kommt auch noch hinzu. Okay, Free-to-Play Ottos. So. Oh, die Bogies sind auch nicht so smart. Fällt mir gerade mal auf. Oh, ich bin Pfeiler gefahren. Leute, ich will nicht verlieren. Ich stelle mich gerade einfach nur dumm an. Das ist der Unterschied. Wir machen es mal so. Das ein Skelett am Turm mag ich nicht. So. Der müsste nicht connecten. Der müsste nicht connecten. Er connected. Er connected. Zweimal? Drei, vier. Okay, willst du mich verarschen? Diese dumme Karte. Diese dumme Karte. Die hatte so ein Fitz Leben. 6 Hits. Mach. Macht er nicht. Okay, ja, smart. Smart. Also er hat jetzt einfach 1000 XP weggeworfen, aber smart. Smart. So, Feuerball, weil es war klar, dass das kommt. Die Bogis machen gut Schaden. Okay, wir sind andersweise gleich auf. Ich setze meine Einheiten einfach recht früh vorne. Dass er gar nicht den Elektro-Penner spielt. Der soll nicht auf falsch. Ja, danke, gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich gehe davon aus, dass er einfach nicht nochmal den Pfeilagel, die Skelett am Herze. Den machen wir so. Ja, ja. Einfach jetzt unnötig viel Druck gemacht. Hat geklappt. Die sind ein bisschen extra, die Bogies. Bisschen zu viel. Ah, gar nicht. Die leben noch. Und wir haben gewonnen. Aber gut, ich will jetzt eigentlich wirklich spielmäßig verlieren. Aber es passiert gerade nicht. Lass uns mal das Video auf einer guten Note beenden. Und dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, das ist jetzt aktuell mein Deck. Ich finde es ganz in Ordnung. Macht auf jeden Fall Spaß. Es könnte auf jeden Fall ein bisschen verbessert werden. Es gibt ein paar Karten wie den Ice Golem, der hier bestimmt eine ganz gute Figur machen würde im Deck. Aber so ein No-Damage-Deck und sowas mag ich eigentlich nicht. Dieses Deck hier macht mir schon einigermaßen gut Laune auf jeden Fall. Und dann würde ich aber sagen, bis dahin. Und ciao. Let's go.